Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst einen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt machen werde. Alter! Dieser schlaue Bastard. Yeah! Der hat also ordentlich XP gebracht. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, das hier werde ich als nächstes skillen. Obwohl das hier ja für den Anfang ganz geil ist. Waffen, Nahkampf. Nein, Mann, ich möchte hier irgendwie. Okay, der lässt sich 999 mal stacken. Kritischer Trefferschaden pro Anhäufung. Das ist ja mega krass. Boah, wer kann das denn 999 mal stacken? Das muss ja dann schon ein richtiges Schlachtfeld sein, wo man sich befindet. Hi. Alter. Es ist gefährlich, über den Säurefässern rumzustehen, denn die Typen können einen einfach aus Versehen töten, wenn die nicht so gut zielen. Ich habe doch Besseres zu tun, als euch Kinder hier zu jagen. Es ist manchmal zum Teil schon schwer hier. So, das war mal eine ordentliche Munitionskiste. Extra so eine Riesenkiste für ein bisschen. Oh. Ja, da kann ich wieder weglaufen. Oh shit. Wo bin ich nur gelandet? Ich bin in die falsche Richtung gerannt, ey. Kein Schuss mehr.
Jo. Jo. Ja, zum Glück hat er mich noch angesprungen. Hier ist noch was oder wie? Irgendeiner beschießt mich hier doch nur. Ah da. So, das müsste es aber gewesen sein. War wieder mal anstrengend hier. So. In diese Richtung muss ich rennen, ja, okay. War mir aber auch irgendwie klar. So, ich schau mal eben, habe ich dicke Waffen bekommen? Die scheint ganz fett zu sein. So. Eine Schrotflinte, ja. Dann nehme ich noch 43, ne. Nee. Ah, das ist echt hart. Hart, hart, hart hier. Und aus allen Ecken könnten Gegner kommen, ey. Zum Beispiel da. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Alter, was ist das denn für ein Freak? Aber okay, kämpf für mich, kämpf für mich, kämpf für mich. Ist er explodiert? Nö, der läuft amok. Ja, Mann, das ist gut. Den muss jetzt nur noch irgendjemand aufhalten, finde ich. Uiuiui. Du wirst kriegen wie ein Schwein! Ich werde... Oh. Kann ich ein bisschen, ganz bisschen für mich arbeiten lassen, aber... Das kann auch mal schief gehen. Das kann auch mal nach hinten gehen. Kann auf jeden Fall schon mal nach hinten gehen wie Moonwalker. Ach hi. Nö, ist eine schlechte Snipe, aber ist die was wert? Ja, ein bisschen. Bisschen mehr als der Rest hier. Das hier kann weg. Es geht weiter. Ich bin da und jetzt? Das ist
Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Okay, Fallen sind gut. Da kommt wieder so ein Spast. Ich will mir deine Endorphine! Süße Markus! Hau mich mal kaputt hier. So. Okay. Genau das hatte ich vor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wow, spürst du das? Ja. Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Oh, ein Checkpoint ist hier, das ist gut. Die Munistation. Kann ich mich mal versorgen hier so? Willkommen in Dr. Zeds tragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? Gleichen. Was habe ich denn im Moment? Habe ich im Inventar keine Klassenmod? Ah, okay. Verkauft. Viel Glück. Ich hoffe, es ist ein Ende. So, dann durchsuche ich eben hier im Scheiße, da wollte ich gar nicht rein. Noch nicht. Belaste dich dein vieles Geld. War mir wieder ein Vergnügen. Beehre mich bald wieder. Nichts geht über einen guten Verkauf. So, ich hab mich komplett mit Muni. Ah, da hätte ich Muni sparen können. Glaube ich. Nee, hatte ich ja schon voll. So. Was ist das? Stirbt er nicht? Okay. Das ist Firehawk. Das ist doch die Siren. Töckchen. Lilith! Das ist die Dame aus meinem Borderlands 1 Let's Play, die ich gespielt habe. Töckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Klar. Ah, so. Okay. Damit kann man wohl auch Koop-Leute so wiederbeleben. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Erstmal diese Drohnen hier abchecken. Ich habe jetzt mehr erwartet. Ich habe jetzt mit einem Fight gerechnet, aber okay. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Die steht auf sowas. Danke sehr. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert.
Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Die Zuckerpäppchen kommen zum Gemetzel. Die Kinder führen. Zähle jede Minute. Iridium, ganz wichtig hier. Badass Psychos? Hier. Oh. Munition wäre vonnöten. Dankeschön. Gleichfalls. Die ist aber auch stark, ey. Die Lilith. Die schöne Lilith. Die ist stark. Besorg Munition, es ist noch nicht vorbei. Nicht? Ja, ich hab. Sie sind woanders reingekommen. Ich hab genug Money. Alter. Danke. Ey, ohne deren Hilfe wird es hier düster aussehen, ey. So. Achtung, Badasses! Badasses! Oh shit! Zwei Stück! Wenn ich von denen erledigt werde, komme ich nicht mehr wieder, ey. Die bekomme ich in der Zeit. Oh shit. Ja. Ja! Oh. Ja. Tja, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Iridium? Das ist ein Iridium-Junk oder was? Aber okay. Na gut. Iridium hier da. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ja. Hier. Danke. Bam. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend, dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Die tanzt gerne, habe ich das Gefühl. Aber hübsch ist sie. Auf jeden Fall. Naja. Ex-Freund. Ex-Freund. Bevor die Block. Jo, ich habe eine Klassenmod bekommen. Schatz, in Einkassierten sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst den finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist.
Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still! Piu piu, piu piu! Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Sorry, ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Okay. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Okay. Danke. Ja, dann... Dann muss ich hier wohl raus. Selber. Per Hand. Bisschen HP zurückbekommen. Naja. Ich hoffe mal, die sind hier nicht respawned. Das wäre scheiße. Da hätte ich gar keinen Nerv zu, ey. Drauf. Aber ich habe hier Lilith wieder getroffen. Oh, die Truhe, die hat bestimmt dicke Sachen dabei. Ja, Mann. So, dann schauen wir mal, was ich hier wegschmeißen kann. Jetzt muss ich schon aussortieren, was hier wenig wert ist und was viel wert ist. Habe ich irgendwas eingesammelt? Ein Schild, glaube ich. Ja, 2 Schilder. Muss ich hier so rüber gucken und dann wegschmeißen. Das hier kann weg. So, dann nehmen wir das auf und ziehen davon. Na gut. Dann bewegen wir uns mal davon. Bitte, 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 bitte kein... Oh nein, respawn. Ich will hier raus, ich will hier raus. Wenigstens ein bisschen Spaß mit der Nahkampfwaffe. Oh nein, nee. Da habe ich keinen Nerv zu. Lasst mich in Ruhe. Dankeschön. Bin schon weg. Nee, Moment. Hier ist doch eine Schnellreisestation. Da kann ich direkt weg. Boah, das war schon eine etwas längere Mission. Hat eine Stunde gedauert. Also ist der Part. Okay, Killer. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Sie hat mich Killer genannt. Bin geehrt. Ich fühle mich geehrt. So. In Sanctuary. Dann spreche ich den Claptrap an und dann schauen wir weiter. Ansprechen. Und hier ist... Habe ich keinen Schlüssel. Wo bekommt man denn die Schlüssel her? Wie komme ich in dieses Gebäude hinein? Hi. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern.
Egal. Oh, Scheiße. Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgefallen. Okay, das ist also ein Shared Stash. So nennt man das doch. So dass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch! Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Na gut. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Trinken von Items zwischen deinen Charakteren. Ja, Mann. Gut, dass du es mir erklärt hast. Na gut. Hier. Ja, wie wir es mit Kartons aufmachen, statt da in der Gegend rum zu glubschen. Schauen wir mal. Er hat neue Missionen. Du brauchst. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Nein. Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Ah. Meine Forschungen laufen wie geschmiert. Trotz meiner Psychose. Deine Hilfe ist nicht nötig. Ja, ist okay. Wollte ich auch gerade... Ah, hier. Hi, Lilith. Ich habe was Neues für dich. Cool. Enter. Anscheinend wurde mir zu Ehren ein Kult gegründet. Und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwielichtiges im Schilde führen. Ich würde es ja selber machen, aber ich fürchte, die flippen aus, wenn ihre Göttin plötzlich vor ihnen steht. Sprich mit dem Anführer des Kults, Flammenmeister Clayton. Okay. Willst du es krachen lassen? Schon mal deinen eigenen Tod vorgetäuscht? Knifflige Sache. Ich hab's vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschütteln, aber irgendein Bandit ist mir anscheinend auf die Schliche gekommen. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Jo. Dankeschön. Hier hätten wir die Mission auch. Die Karte können wir uns hier jetzt nicht so anschauen, aber aus dem Fenster springen können wir. Auf der Map gibt es nichts. Das heißt, ich habe alle Missionen angenommen, die ich annehmen kann. Eine ist unentdeckt. Oh nein. Ich muss wieder in den Canyon. Nein. Na gut. Dann muss ich gleich in den Canyon reisen. Dann töte die Assassins. Ich bin doch ein Assassin. Und dann haben wir hier noch ein paar Missionen. Okay. Dann mache ich das hier. Aber im nächsten Part. Ich habe hier jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Das reicht fürs Erste. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und schaut auch meine anderen Parts. Nicht nur von Borderlands, sondern auch von den anderen Let's Plays vielleicht. Müsst ihr nicht. Aber sonst, ja, macht was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.